Sätze, die man sieht, wie so ein Tagesverlauf, von denen man sich leiten lassen will, ob man die dann auch noch erreicht hat, ob man das auch geschafft hat. Einen Monat lang soll man das machen. Oder die Meditation und die Meditation von Marc Aurelius. Also das geht. Ja. Aber philosophisches Tagebuch in mir, damit geht es nicht aus. Das habe ich gesagt. Das wäre die Übung Nummer 6. Die Übung Nummer 7 ist spannend. Die Methode der Bloßlegung. Ja. Jedes Ereignis hat mehrere Schichten, sagen die Historiker. Das sind wie Zwiebelschichten, die man sozusagen abziehen kann. Und sehr oft ist es die Interpretation, sind es die Ängste und Befürchtungen, die man mit einem bestimmten Ereignis verbindet, als das Ereignis selber, das einen unruhig macht. Da meinen die Stoiker, versuche zu unterscheiden, was an dem Ereignis deines ist und was an dem sozusagen wirklich in dem Augenblick des Ereignisses geschieht. Wittgenstein hat das anders formuliert, er hat gesagt, es gibt keine Tatsachen, es gibt nur Interpretationen von Tatsachen. Also das zieht sich durch. Und wir Menschen können ja nur vorurteilsbeladen Situationen einschätzen und beurteilen, anstatt sie zu beschreiben oder zu analysieren. Wir kommen erst spät dazu, wirklich beschreibend unterwegs zu sein. Die meiste Zeit beurteilen wir. Zum Beispiel, dass ein Applaus längst fällig wäre. Das ist eine Beurteilung. Vielen Dank. Hin und nächster Mal. Also jetzt hatten wir die Morgenreflexion, jetzt haben wir das philosophische Tagesbuch und jetzt kommt das Nummer 8 noch dazu, die Abendreflexion. Jetzt sollen wir auch nicht nur des Morgens uns überlegen, was der Tag bringen kann und wie wir das Ganze angehen. Jetzt sollen wir des Abends auch noch darüber überlegen, wie der Tag denn gewesen sei. Also das ist für mich in meinem Dafürhalten ein bisschen dick aufgetragen. Oder? Und bedenke, dass jeder Tag, der zu Ende geht, nie mehr wiederkommt. Das war's. Alles, was vorbei ist, ist geschehen und kann nicht wiederholt werden. Akzeptiere alles, was geschehen ist, weil du kannst es nicht ändern. Thank you.